Hallo, ich habe mal ein Tutorial gebastelt zum Thema DFT, also diskrete Fourier-Transformation. Ich versuche das so simpel und anschaulich wie möglich zu halten und mich trotzdem irgendwie kurz zu fassen. Mal gucken, ob das gelingt. Wir wollen damit Wellenlängen in Bildern finden oder allgemein in Signalen, in dem Kontext jetzt in Bildern. Das heißt, wenn wir was finden wollen, müssen wir wissen, was wir suchen und damit vergleichen. Und wenn das stimmt, haben wir es gefunden. Das heißt, wir brauchen einen Pot mit allem, was wir finden könnten. Also ein Ding mit ganz vielen Wellen. Dieses Ding ist ein Bild oder eine Matrix, wo von oben nach unten Wellen drin liegen. Und zwar hier Wellenlänge unendlich, Wellenlänge so, dass sie einmal reinpasst, Wellenlänge so, dass sie zweimal reinpasst, Wellenlänge so, dass sie dreimal reinpasst und so weiter. Man sieht diese Kosinus-Schwingungen. Es ist fast immer so hier bei der Darstellung, dass schwarz minus 1 bedeutet, weiß plus 1 bedeutet und der mittlere Grauwert 0 bedeutet, damit das übersichtlich ist. Das heißt, wir haben von hier nach hier unser mögliches, also unser Signal, wo das läuft, und hier die Frequenz, die es haben könnte. Das hier unten erstmal ignorieren, das wird später deutlich, wozu das gut ist. Hat was mit der Phase zu tun von dem Signal, weil das ja auch nach rechts und links sich schieben kann, aber dadurch sich die Phase nicht ändert. So, das waren jetzt Kosinuswellen. Analog gibt es Sinuswellen, die fangen hier links nicht wie der Kosinus bei weiß an, sondern bei grau. Auf gut Deutsch bei 0, nicht bei 1. Ich lasse das jetzt mal so klein, dass man die nebeneinander sieht. Und dann haben wir hier zeilenweise eben Sinuswellen drin. Man sieht auch hier unten ist es wieder genau dasselbe wie oben, nur hier ist es einmal gespiegelt und hier nicht. Das liegt daran, dass der Kosinus eine gerade Funktion ist und der Sinus eine ungerade Funktion ist. So, wenn wir jetzt in einem Signal was finden wollen, brauchen wir ein Signal. Ich baue mal einen Sinus mit 0,3 als Frequenz eingestellt. Wie genau die wirkt, sieht man in der Gleichung, ist aber jetzt erstmal wurscht. Wir haben hier einen Sinus, der fällt vom Himmel. Jetzt machen wir Folgendes: Wir multiplizieren dieses Ding, also quasi unser, was wir finden könnten, mit dem, was wir haben, und zwar punktweise. Das heißt, dass der Kasten links oben wird mit dem Kasten links oben multipliziert, das Pixel in der Mitte mit der Mitte und so weiter, und das liefert uns hier ein Ergebnis. Ich mache das noch nicht an, dass man sich das erstmal kurz überlegen kann, was denn rauskommen sollte. Wie vorhin gesagt, ist schwarz minus 1, weiß ist plus 1 und grau ist 0. Wenn man was Positives mit was Positivem multipliziert, kommt was Positives raus. Bei Negativ kommt auch was Positives raus, das ist der Knackpunkt. Wenn man was Positives mit was Negativem multipliziert, kommt was Negatives raus. Der Sinus schwingt von minus 1 bis plus 1, wieder bis minus 1 und so weiter. Das ist der Wertebereich, ist um 0 zentriert, und zwar von minus 1 bis plus 1. Wenn wir jetzt dieses Signal hier drauf multiplizieren, sehen wir, okay, das ist von oben nach unten immer dasselbe. Ich habe das nur aus Gründen der Anschaulichkeit, wie man im nächsten Schritt dann sieht, so dargestellt, dass man alle Zeilen hat, also dass das Ding genauso groß ist wie die Matrix hier links. Jetzt pickt man sich eine Zeile raus, egal welche, ist ja immer die gleiche, und legt die hier auf die erste Zeile drauf, multipliziert jetzt punktweise. Wenn die Wellenlänge jetzt nicht übereinstimmt, dann schiebt sich das ja wie wild gegeneinander und gibt lustige Interferenzen. Und dann gibt es immer mal Teile, die negativ werden im Ergebnis, immer mal Teile, die positiv werden, weil der Betrag beider Zahlen immer zwischen 0 und 1 liegt, inklusive, kann das Produkt auch nur im selben Intervall von 0 bis 1 liegen. Das heißt, es gibt auch nichts, was irgendwie krass ausschlägt oder so, und das wird sich so halbwegs negieren, wäre jetzt die Prognose. Wenn allerdings diese Wellenlänge exakt auf dieser Wellenlänge liegt, also wenn man die zwei übereinander legt und das genau passt, dann müsst ihr hier immer was Negatives, hier was Negatives treffen, und was hier positiv ist, müsst ihr auch hier immer was Positives treffen. Das heißt, das Ergebnis wäre immer positiv. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Sinus auf so einen Sinus lege und multipliziere den, dann kriege ich ja ein Sinusquadrat, also was immer positiv ist. Schauen wir mal, was passiert. Ich multipliziere das da dran. Und jetzt kriege ich für jede Zeile das Ergebnis. Hier ist was faul. Moment. So. Jetzt kriege ich für jede Zeile das Ergebnis, was passiert, wenn ich das punktweise mit dem multipliziere. Das heißt, es müsste ja nach der Prognose von eben nur eine einzige Zeile existieren, wo nur positive Ergebnisse sind. Alles andere müsste sich irgendwie aufheben. Wenn man jetzt mal hinschaut, hier Zeile 1 ist scheinbar das Signal selbst, ist irgendwie logisch.
Weil hier drüben standen ja überall Einsen in der ersten Zeile, weil Frequenz, Frequenz 0, Wellenlänge unendlich. Bei den anderen ist es irgend so ein Gewusel, man sieht so grob durch, diese Streifen, diese da, das sind immer die Stellen, wo der Sinus, den wir reingejagt haben, 0 ist, weil 0 mal egal was ist halt 0, deshalb sieht man das. Im Hintergrund sieht man das Muster durchschimmern, was witzigerweise zwischen diesen Streifen immer einmal geflippt wird, also invertiert, das heißt, wenn wir jetzt diesen negativen Streifen verfolgen, dann wird der zack plötzlich positiv, ist ja logisch, wird ja mit einem Sinus multipliziert. Der ist ja irgendwie erst positiv, der ändert sich das Vorzeichen nicht, dann ist er negativ, der ändert sich das Vorzeichen. Dementsprechend flippt er das hier rum. Einfach fürs Anschauliche, dass man weiß, wieso das Ding so komisch aussieht. Jetzt gibt es hier eine Zeile, Zeile 4 ist das in dem Fall, diese da. Da sind es immer nur, na, hier sind es immer nur positive Werte. Da ist nie was Negatives. Das ist das Dunkelste, was vorkommt, ist der mittlere Grauwert. Hier unten gibt es die gleiche Zeile nochmal. Gucken wir euch auf die richtige Zeige. Ja, hier, da ist sie. Und damit stimmt ja der Ansatz schon mal, dass wir damit eine Zeile generieren, die nur positiv ist und alle anderen irgendwie Mix sind. Wenn wir die jetzt so zeilenweise addieren, dann kriegen wir genau das raus. Nämlich, hier ist was faul, Sekunde. Na, ist doch nichts faul. So, ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Dann kriegen wir hier einen Haufen, Nuller und an einer Stelle kriegen wir ein bisschen was Positives. Dasselbe können wir hier unten auch machen mit dem Sinus. Gleiches Prinzip, den Sinus hier drauf multiplizieren, zack, zeilenweise addieren. Dadurch kriegen wir diese Punkte. Hoppla, der hier unten ist plötzlich schwarz, also negativ, und der hier oben ist positiv. Was soll der Mist? Naja, ganz einfach, wir haben hier unten gesehen, der Sinus ist hier oben gegenüber dem hier unten einmal geschoben. Also einmal negativ quasi. Das heißt, das Ergebnis wird natürlich auch negativ. Das heißt, wir haben hier eine Zeile, diese, die ist immer positiv, und wir haben hier unten eine Zeile, die ist immer negativ. Weil hier eben genau immer ein Wellental, ein Wellenberg trifft und andersrum. Dementsprechend haben wir das hier. Hier kann das nicht passieren, weil der Cosinus eine gerade Funktion ist und der Offset am Bildrand eben entsprechend gewählt ist. So, jetzt haben wir hier zwei Ergebnisse. Das ist ein bisschen blöd, wir wollten ja eins. Man könnte, ich muss das richtige Fenster finden, hier, man könnte die auch einfach übereinander legen und farblich kodieren, weil das passiert ja immer alles am selben Ort. Das heißt, es gibt ja keinen Grund, das in zwei Zeilen zu machen, wie ich das jetzt gemacht habe, also Bildschirm oben, Bildschirm unten, sondern man könnte das auch farblich kodieren. In dem Fall wäre blau der Cosinus und grün der Sinusteil. Das stinkt nach komplexen Zahlen, wobei Cosinus der Realteil ist und Sinus der Imaginärteil. Weil man sowas hier jetzt zwar vielleicht genau für diesen Fall irgendwie nachvollziehen kann, aber generell das eher für Knoten im Hirn zuständig ist als für wirklich Verständnis, lasse ich das jetzt mal weg und bleibe bei der Schwarz-Weiß-Darstellung. Wenn wir jetzt hier ein realwertiges Ergebnis und hier ein imaginäres Ergebnis haben und wollen die zusammenfassen, können wir einfach den Betrag dieser komplexen Zahl ausrechnen und kriegen hier einen Spot und hier einen Spot. Und den juckt es auch nicht mehr, dass der hier unten negativ war. Wozu man das überhaupt braucht, dass der negativ ist, ist die Phase von dem Ding. Also wenn ich das jetzt ein bisschen hin und her schiebe, ja gut, jetzt los, schieben wir ein bisschen mehr. So, dass das mal irgendwie anders anfängt und jagen das da durch. Dann sieht man zum Beispiel, ist der positiv, der negativ und die beide negativ. Fakt ist, beim Cosinus sind die immer gleich und beim Sinus sind sie immer unterschiedlich. Wie stark die sich jetzt da unterscheiden, gibt dann eben die Phase an von der Welle, die wir reinstecken. Ich jetzt hier random einfach mal ein bisschen hochdrehe, können wir noch ein paar Kombinationen durchschauen. Hier, die sind wieder gleich, die sind unterschiedlich. Und wenn wir jetzt hier drüben nicht die Norm von dieser komplexen Zahl, also von dem Pixel und dem Pixel zusammen darstellen, sondern eben die Phase, ich drehe hier wieder random irgendwie rum, jag das da durch, dann gibt das immer irgendwelche komischen Phasenbeziehungen und dann könnten wir hier die Phase von dem Input-Signal ausrechnen. Nur ist es ja halbwegs witzlos, ich gehe wieder auf Phasenverschiebung 0, so, und hier zeige ich wieder die Norm an,
weil das irgendwie mehr bringt in dem Kontext. Ist ja halbwegs witzlos, hier nur einen Sinus reinzujagen. Nächste Stufe, wir vermatschen zwei Sinus miteinander. Das heißt, wir haben hier ein zweites Fenster. Also hier unten gibt es immer so Parameterzeug. Das hängt hier drüben auch überall dran. Das habe ich nur ausgeblendet. Generieren uns einen Sinus mit... Also das ist jetzt genau die gleiche Auswahl. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. So, zum Beispiel den da. Und jetzt addieren wir die beiden. Das da. So, jetzt kriegen wir dieses Signal. Fakt ist, ich habe die ganze Zeit dieses Signal transformiert, nicht das da. Ich habe nur halt nichts dazu addiert. Ich stelle es jetzt mal an dieselbe Stelle, dass klar ist, was passiert. Die Welle, die ist das, was immer drauf kommt, das haue ich jetzt mal aus dem Bild raus. Das irritiert ja nur, das heißt, das hier wird transformiert. Let's do it. So, wir kriegen hier ein etwas nicht mehr ganz so leicht zu verstehendes Bild. Und hier drüben kriegen wir verschiedene Ergebnisse. Also zwei Spots, wenn wir die addieren, kriegen wir hier auch zwei Spots. Und der Witz ist, jetzt haben wir hier die beiden Wellenlängen. Die eine kann ich jetzt nicht verstellen, beziehungsweise nur an dem Fenster aus. Na doch, ich nehme die einfach mal. Die hier. Und drehe jetzt mal an der Wellenlänge rum, die wir dazu addiert haben. So, oder ich mache sie mal ganz klein. Sowas. Flop, hops der Punkt nach außen. Jetzt mache ich die mal genauso wie die andere, dann sollte sich ja nichts tun. Zack. Jetzt mache ich sie ein bisschen deutlich größer. So. Zack, funktioniert. Okay, scheint zu klappen. Ne? Jetzt gehen wir hier mal her und nehmen. Da habe ich einen Kommafehler gemacht. So eine Welle. Scheint immer noch zu funktionieren. Das Ding wandert in die Mitte, also immer auf diese Spots hier rechts gucken. Jetzt drehen wir mal ein bisschen hirnlos hoch und gucken, was passiert. Wandert immer mehr in die Mitte. Sollte ja auch so sein, weil hier links haben wir quasi die Skala angesetzt. Da haben wir gesagt, oben ist niedrige Ortsfrequenz, Mitte ist hohe Ortsfrequenz. Und hier unten das gleiche nochmal gespiegelt. Und jetzt sehen wir hier auch, oben ist der Spot für die niedrige Ortsfrequenz, weil wir den in dieser Zeile gefunden haben. Und unten ist der Spot für die hohe Ortsfrequenz. Jetzt sieht man hier schon, da stellt sich so eine leichte Schwebung ein. Ab irgendeinem Punkt funktioniert es nicht mehr. Und da wandern die Punkte hier wieder nach außen. Man sieht es auch in dem Signal hier schon. Das ist totales Chaos. Und das nennt man Aliasing-Überabtastung, Unterabtastung, sorry. Die Nyquist-Shannon-Theorie ist dafür zuständig. Die beschreibt das ein bisschen näher, wenn das jemand genauer wissen will. So. Vom Prinzip ist jetzt klar, wie man das transformiert. Jetzt hindert einen ja keiner daran, hier mal ein bisschen noch abgefahrenere Signale reinzustecken. Ich habe das jetzt nicht mehr selbst, also ich habe es noch zusammengebaut, aber nicht mehr selber implementiert. Ist zum Beispiel die Transformation von so einem Signal. Ich mache das jetzt mit einer 2D-Transformation. Einfach weil ich das von der OpenCV klauen konnte und das ein bisschen schneller ist und ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, mir die zweidimensionale Fourier-Transformation zusammenzustecken aus zwei eindimensionalen. Das wäre im Prinzip das, was man tut. Man transformiert erst das Bild in die eine Richtung, jede Zeile für sich, dann in die andere, jede Zeile für sich, kriegt dadurch zwei Transformationen. Die eine ist die Transformation von der anderen und die erste war die Transformation vom Bild. Und dadurch kriegt man dann das Fourier-transformierte Bild. So. Ja, wieso das hier so komisch übereinander liegt, weiß ich gar nicht, ist aber ja auch egal. Im Prinzip, das ist Input, das ist Output und das ist die Fourier-Transformation davon. Wenn wir jetzt diesen Spalt hier mal ein bisschen, machen wir erstmal ein bisschen auf, so, also diesen Kasten und transformieren den, zack, kriegen wir sowas. Also da das Bild in die eine Richtung immer gleich ist, ist in der ganzen Fläche nichts los und die gesamte Information steckt in der einen Zeile. Ist jetzt auch zentriert, das heißt hier ist in der Mitte niedrige Ortsfrequenz und außen hohe Ortsfrequenz. Hier ist es jetzt auch anders, da ist schwarz 0, weiß ist 1, hier genauso, schwarz ist 0, also ist festgenagelt, sieht man hier rechts, Black Value ist immer 0. Und jetzt kann ich hier an im Spalt weiter rumdrehen, man sieht, das rutscht immer mehr zusammen und läuft, wenn ich das richtig fett mache, irgendwann darauf hinaus, dass es quasi nur noch ein Punkt ist. Interessanter wird es, wenn ich den ein bisschen mehr zusammendrehe. Dann passieren irgendwann hübsche Dinge. So. Was man da jetzt sieht,
kennt man ja. Das ist das Interferenzmuster von dem Laser, den ich auf den Spalt schicke. Das heißt, wenn ich einen Laser, eine ebene Welle, hier auf diesen Spalt drauf jage, dann sehe ich, oh Wunder, die Fourier-Transformation der Pupillenfunktion, also dieses Spaltes. Zack. Das heißt, ich kann hier auch irgendein wüstes Zeug anstellen und kriege das da drüben trotzdem noch raus. Ich baue gerade mal was Flächiges zusammen. Also wenn ich jetzt hier die Höhe von dem Kasten limitiere, dann sieht man, okay, ist das in die Richtung, gibt es auch Anteile, also es beugt. Wenn wir das jetzt kleiner machen, zack, wird es mehr. Wenn wir das jetzt auf den Kasten reduzieren, merkt man, okay, es gibt hier wirklich so ein Beugungsmuster. Zack, und dann haben wir hier eben diese zweidimensionale Fourier-Transformierte von diesem Kasten. Machen wir es mal ein bisschen lustig und gehen her, machen es rund. Tada, wir haben ein Ehrescheibchen. Was hier außen passiert, ist natürlich irgendeine Grütze, weil das ist nicht wirklich ein Kreis, das tut man so in erster Näherung, weil diskret und so. Wir können jetzt das hier rechts, weil das ein großer Wertebereich ist, mal logarithmisch skalieren. Dann sieht man diese witzigen Formen. Hier in der Mitte ist die Kreisnäherung noch gut bei hohen Ortsfrequenzen und bei niedrigen Ortsfrequenzen ist die Kreisnäherung gut und was hohe Ortsfrequenzen angeht, ist die Kreisnäherung offenbar totaler Bockmist. Machen wir das mal ein bisschen größer. So, es ist immer noch ein Kreis. Es gibt weniger Beugung. Und wenn ich jetzt die Auflösung des Bildes erhöhe, ich gehe hier mal auf 500 mal 500 und jetzt das Teil da einfach wieder in die Mitte, dann klappt das besser. Da ist nämlich die Kreisnäherung besser geworden. Das sieht sauberer aus. Wenn wir jetzt, beziehungsweise hier in der Mitte ist die, in der Mitte klappt das besser. Außen ist immer noch Grütze. Wenn wir es jetzt wieder kleiner machen, 9x9, zack, kriege ich wieder stärkere Beugung, also größere Ringstrukturen. Die sind nicht mehr so fein wie eben. So, und kriege lustige Sachen. Wie gesagt, das ist logarithmisch. Also wenn wir jetzt nochmal hier zu dem fetten Kreis dazugehen, da haben wir die Struktur gesehen. Das würde man in Natura nicht sehen, sondern man würde das hier sehen. Das sind Ehrescheibchen, das kennt man ja. Gut, man kann hier auch, statt dem da, einfach nur um zu zeigen, dass das wirklich dieselbe Prozedur ist, einfach als anderen Input zum Beispiel einen Gartenzaun reinjagen und den Fourier transformieren und, wieso sieht man nichts, was soll die Scheiße? Ach so, ja, linear, genau. Ich muss die Skala wieder anpassen und tada, wenn ich es logarithmisch skaliere, sehe ich hier diese lustigen Linien, die eben für verschiedene Ortsfrequenzen in bestimmte Richtungen stehen. Und wo das herkommt, ich kann es nicht komplett im Detail erklären, aber vom Prinzip haben wir hier diese Dinger, die sind senkrecht, hier haben wir hier diesen waagerecht, und wir können unter verschiedenen Winkeln durchgucken und sehen verschiedene Ortsfrequenzen. Dabei gibt es immer mal so eine Diagonale, die halt genau durch die Kästen geht. Das sind die hier. Und das sind die verschiedenen verschiedenen Ortsfrequenzen, aber wie genau das zustande kommt, wenn ihr da Ideen habt, haut mal raus, können wir gerne drüber diskutieren. Ansonsten bin ich jetzt erstmal durch und ich hoffe, es hat was gebracht. Wenn da irgendwelche Tipps und Anregungen oder Fehler oder so sind, gerne raushauen oder wenn ich irgendwie was anderes mal erklären soll, weil ich merke, ich habe da ziemlich Spaß dran. Ja, ansonsten viel Spaß, wir sehen uns.